Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zum nächsten Trinkmahlzeit. Und zwar habe ich hier Trinkkost Complete Blueberry. Also bleibt dran. Jo, Trinkkost Complete. Complete, das heißt dann immer, dass es eine komplette Mahlzeit ist. Blaubeeren. Das ist was, wo ich mich schon ungemein drauf gefreut habe, seit ich das Paket gekriegt habe von der Firma Kletterklinkes. Eine Firma für Kletterbedarf. Und da gibt es auch ganz tolle, ja, wie soll ich sagen, da gibt es so ganz tolle, wo du den Cliffhanger machen kannst. Da kannst du deine Fingermuskulatur stärken, kannst dich da einhaken. Ich glaube, sogar mit mehreren Fingern geht das. Und kannst du da richtig so pumpe. Also kannst dich da ran hochziehen und so. Ist bestimmt cool. Ist ein cooles Trainingsgerät. Unten drin ist, also in der Infobox, ist Kletterklinkes verlinkt natürlich. Und Werbung ist auch im Start. Damit ihr euch gönnen könnt. Im Moment sind da richtig gut Prozente am Start. Und vor allen Dingen gibt es da diese Trinkmahlzeiten. 4 Stück gibt es an der Zahl. Dann gibt es da noch diverse Shakes. Schaut einfach rein. Ich denke mal, es ist für jeden was dabei. Und da sind sehr gute Bierhumpen dabei. Die sehen klasse aus. So mit so Kletterdingern dran. Und auch Tassen. So mit so Kletterdingern. Da kannst du deine Finger dran. Ne? Naja, gut. Jedenfalls, schaut mal vorbei. Ist eine ziemlich coole Webseite. Und wir testen aber heute die Trinkmahlzeiten. Ja, 2 habe ich schon getestet. Das war einmal Vanille und einmal Fruity. Ich dachte, ich teste zuerst die ich nicht so sehr mag. Und jetzt natürlich was ich absolut mag. Blaubeere. Und was ich noch viel besser mag, Schoko. Das kommt dann als letztes. Also wäre jetzt die gute Gelegenheit, ein Abo dazulassen, die Glocke zu aktivieren. Weil dann wisst ihr nämlich, wann das letzte Schoko, was wahrscheinlich am besten schmecken wird, dann die Review kommt. Ja, und zwar ist es hier ready. Nicht ganz ready to drink, weil da muss ja noch Wasser rein. Und im Vorfeld muss man hier ein bisschen klopfen, damit hier das nicht so kleben bleibt. Dann machen wir das Ganze auf. Hier ist nichts mit verbunden, weil da ist ja nur Pulver drin. Dann habe ich hier Wasser. Ich habe Leitungswasser genommen und habe es in eine alte Mineralwasserflasche gefüllt. Damit ich... Hier. Das ist das Problem, was wir haben im Moment. Das ist das Grundproblem in Deutschland schon erklärt. Na gut. So, jetzt muss man das auffüllen hier bis zu der Rille. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Oh, Wunderbärchen. Und dann geht die Shakerei los hier. Dann wird geshaked, 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 geshaked. Und dann muss man darauf achten, dass man hier unten... interessant, da sieht man schon, das Blaubeere löst sich viel besser auf als die anderen zwei bisher. Vielleicht, weil in den anderen zwei vielleicht mehr Milch drin war oder so. Man weiß es nicht genau. Was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, das Zeug wird ordentlich blaubeermäßig. Also hier, ihr seht schon, ihr werdet es gleich im Becher mal sehen. Aber hier, das sieht doch richtig krank aus, Leute. Richtig lila, 20 Sekunden schütteln, aber ich schüttel das lieber ein bisschen länger. Ja. So, und jetzt hat natürlich das Pulver hat Flüssigkeit gezogen. Ja, sogar einiges. Und deswegen muss man noch ein bisschen Wasser nachfüllen. Das ist aber auch ganz normal. Also erst auffüllen, dann schütteln, dann nochmal auffüllen, dann nochmal ein bisschen schütteln und dann ist die Chose fertig.
Es ist auch sehr dicht hier. Also da kann nichts passieren. Das ist wirklich sehr, sehr dicht. Wie gesagt, bei Kletterklingen kriegt ihr die. Ich habe sie bisher in keinem Bioladen gefunden. Normal sollte es die in einem Bioladen geben, weil die sind 100% Bio. Und auf der Kletterklingen-Seite sind die auch preislich okay. Kann man so sagen. Und bisher haben die. Bisher diese anderen zwei haben mich so um die 6 Stunden nicht wach, sondern satt gehalten. So, jetzt machen wir mal das wieder zu, aber vorher noch. Das ist Leitungswasser. Einfach Leitungswasser. Ich frage mich, wie wäre das, wenn man statt stillen Wasser Mediumwasser rein? Dann könnte durch die Luftverwirbelung vielleicht noch ein bisschen das Ganze noch ein bisschen cremiger werden. Könnte ich mir vorstellen. Sagt mir mal, wie ihr es am liebsten trinkt. Macht ihr da stilles Wasser rein? Macht ihr Eiswasser rein? Macht ihr gefiltertes Brita, also durch so einen Brita-Filter gefiltertes, entkalktes Wasser rein? Und es ist fertig geschickt. Aber jetzt kommen wir erstmal hier zu den Werten, weil nämlich, das soll ja eine ganze Mahlzeit sein. Und eine ganze Mahlzeit ist für mich so 600 bis 800 Kilokalorien. Ist für mich eine normale Mahlzeit, ja. Ne? Besonders, da ich noch einmal am Tag esse. Und hier das ganze 120 Gramm sind drin, haben 499 Kilokalorien, was richtig wenig ist. Und es soll satt halten bis zu 4 Stunden. Gut, die anderen bisher waren auch bis 4 Stunden angegeben, haben wir deutlich länger satt gehalten. Ich komme immer auf wach gehalten, aber na gut, das kommt von den Energy Drinks, sorry, ist halt so. Zucker ist da drin 20 Gramm und 68 Gramm Kohlenhydrate, Ballaststoffe 6 Gramm nur. Na gut. Salz ist 1,6 Gramm Salz, aber dafür ein ganzer Arsch voll an Vitamine hier. Vitamin A, D, E, K, C, ja, und so weiter und so fort. Also da sind ohne Ende Vitamine drin, hier ein ganzer Riemen voll. Da habe ich gar nicht die Zeit, das vorzulesen, so viel ist da drin. Ja, eine Flasche ersetzt eine Mahlzeit, 26 Vitamine. Die Flasche ist recycelt aus Recyclingplastik. Und das Papier, das steht hier jetzt nicht drauf, aber das Papier ist auch recycelt aus... Oder steht es hier irgendwo? Nee. Es ist 100 Pro ist das aus altem Papier. Dann haben wir hier die Blaubeeren drauf, die echt super aussehen. Also die sehen frisch aus und da hast du schon Bock drauf. Und jetzt, der Becher ist am Start. Jetzt haben wir es genug geshaked. Schenken wir ein. Oh, also das hat eine, das ist jetzt das erste, was so eine richtig, richtig krasse blaubeerige Blaubeerfarbe hat. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Hier, richtig krass, wie ein Blaubeerbrei. Ja, und natürlich sind da wieder Nüsse drin und hier, wie heißt sie, nicht Sesam, wie heißt sie die? Leinsamenschrot und sowas ist da drin. Also man sieht das richtig, es sieht lecker aus. Ich würde sagen, vom Design her schon mal 5 Sterne dafür. So, probieren wir es, oder? Prost! Es riecht jetzt gar nicht mal so stark. Mmh.
Bonbon. Aber ich muss sagen, ich bin ja ein alter Blaubeer-Fan, ja. Noch mehr bin ich ein Schoko-Fan, deswegen freue ich mich auf die nächste Review, was Schoko sein wird. Aber ich glaube, mit ein bisschen Glück könnte dieses hier meinen, was ich als Favoriten mir denke. Warte mal, ich glaube, ich habe ihn sogar dabei. Ich glaube, ich habe sogar dabei für morgen schon. Hier. Ich glaube, tatsächlich könnte es sein, dass das Blaubeere besser ist als das Schoko. Da bin ich sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Und natürlich freue ich mich drauf zu wissen, ob das wirklich so lange wach hält. Hier, guckt euch das an. Ja, Fruchtstücke. Ja, ist vielleicht ein bisschen eklig, aber so sieht man es am besten. Ja, Fruchtstücke, ihr habt Nussstücke. Ja. Also, noch natürlicher geht es quasi kaum. Es geht kaum natürlicher, ja. Und ich muss sagen, ganz klar, vom Geschmack her, 5 satte Sterne vom Geschmack kriegt das von mir. Hat sich komplett verdient schon mal. Ja, sehr, sehr gut. Ja, das kommt auch darauf an, man muss auch so erstehen. Gell? Es schmeckt halt so wie eine Mischung aus Babybrei und diese Kalorienshakes. Ja, also wirklich, ich finde es cool. Gefällt mir sehr gut. Ist mir eine große Ehre gewesen, das zu testen. Nochmal vielen Dank an Kletterklänges. Ihr wisst, wenn da Werbung steht, dann ist es nicht so, dass ich da was dafür kriege, sondern ich habe die Ehre, es zu testen, kriege das natürlich umsonst und der Rest ist mein Hobby. Ich freue mich einfach, sowas zu testen. Also da brauchst du nicht viel Geld, da brauchst keine Worte. Und wenn es schmeckt, in dem Fall schmeckt es, empfehle ich es gern weiter. Besorgt euch das. Na, unten ist der Link, kauft euch das, testet es durch, sagt mir, was euer Favorit ist. Da würde ich sagen, ich warte jetzt 4 Stunden und dann gibt es ein kleines Update, ob ich immer noch satt bin. Ich würde sagen, bis später. Jo Freunde, also es sind ungefähr 6 Stunden vergangen und Nach circa 5 Stunden habe ich ein leichtes Hungergefühl gekriegt. Aber nur ein leichtes, also nicht so dringend, dass ich jetzt sagen müsste, Also auch wie bei den anderen 2 bisher, also so um die 6 Stunden hält es locker satt. Jo, wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und gute Fahrt, Jungs und Mädels.